Moin moin liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian und ich stelle euch heute für unseren YouTube-Kanal im Modbox einen Ladewagen vor, und zwar einen Glas-Ladewagen. Hat nichts mit dem DLC zu tun, was auf dem Markt ist, sondern das ist von einem Modder. Und man muss dazu sagen, der von Glas ist auch für unsere Freunde in der Konsole nutzbar. Das heißt, also der Modder schreibt selber in der Mod-Beschreibung, dass sie auch für PlayStation 4 und Xbox One verfügbar ist. Dementsprechend einfach mal in euer Mod-Hub gucken, dann werdet ihr den dort finden. Zu dem Mod selber, wir gehen mal in den Shop rein unter Werkzeuge, Ladewagen. Und dann steht er ganz hinten. Hier, das gehört zu dem Class Add-on. Und das ist halt von dem Mod. Steht immer unten. Unten stehen, hier steht immer Mod. Und das ist halt passend zu dem Class DLC. Wenn wir jetzt hier reingehen, sehen wir, es gibt keine Konfigurationsblöcke. Ne? Also, das heißt, der hat ein Volumen von 35.000 Liter. Braucht Minimum 90 PS und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 20 km/h. Kostet in Neuanschaffung 28.000, also recht erschwinglich für das Volumen, was er mit sich bringt. Oder halt im Leasing 1428. So, hier steht das gute Stück. Ich schaue mal in die Mod, in die Log. Die Log ist logfehlerfrei. Ich teste ihn hier auf dem Einzelspieler-Spielstand. Also da könnt ihr ihn getrost nutzen. Sonst so von der Qualität her kann man sich nicht beschweren. Die ja, also Minimal-KH-Anzeige maximal ist gut lesbar. Nummernschild ist jetzt so direkt nicht verbaut. Nee, ist es nicht. Aber auch den Klarschriftzug und halt die Hängerbezeichnung ist gut lesbar. Gibt es nichts zu meckern. Die Anschlüsse sind da. Also von daher passt das soweit. Ich habe es jetzt mal vorbereitet. Ich nehme mal standardgemäß natürlich auch einen Klaas-Trecker. Oder Schlepper, je nachdem, wie ihr das nennen möchtet. Wir koppeln das Ganze mal an, fahren mal zum Feld. Da ist schon jemand fleißig am Ernten, sodass wir mal den Ladewagen auch in Aktion sehen können. Ihr seht so einen Holzboden, also hat auch ein bisschen Stil, also ist eher auch schon bei eher so ein bisschen Retro, wenn man es in meinem Verhältnis sieht. So, dann. Achso, erstmal aufklappen, Entschuldigung. Ach, seht ihr, okay. Ist mir gar nicht aufgefallen, der klappt sogar auf, das heißt, jetzt kommt noch das Ladevolumen ein bisschen zur Geltung, warum er so viel hat. Jetzt können wir ihn anschalten, also der Sammler, seht ihr, geht rauf, runter, ist auch animiert. Das passt soweit, also Pickup senken und dann fahren wir mal los. Und ihr seht, er nimmt das Stroh reibungslos auf. Auch mit den angegebenen 20 km/h, das passt auch super. Der Hänger füllt sich langsam. Dementsprechend gibt es da eigentlich gar nichts gut zu sagen. Ist recht günstig erschwinglicher Anhänger, gerade jetzt für den Anfang, wenn man mal einen Ladewagen benötigt mit einer etwas höheren Kapazität, ist der dafür natürlich ideal. Ja, mehr gibt es zu diesem Hänger eigentlich gar nicht zu sagen, außer dass, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu den die Modbox zu abonnieren, damit ihr auch keine weiteren Mod-Vorstellungen verpasst. In dem Sinne verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich bin raus, euer Christian. Ciao.